Die Lenestraße 12 gehört zu den bestbesuchten Adressen in ganz Sachsen. Rund 30.000 Besucher an einem Spieltag und auch schon mal über 500.000 in einer Saison strömen in den Dynamo-Tempel. Und können die Spielstätte der Schwarz-Gelben in einen echten Hexenkessel verwandeln. Für 46 Millionen Euro wurde das nach Leipzig zweitgrößte Stadion im Osten errichtet. Ganz genau im Zeitraum von November 2007 bis September 2009. Der Bau war dringend nötig, hatte es doch im alten Habichstadion seit 1970 keine nennenswerten baulichen Veränderungen mehr gegeben. Längst war es zur Bruchbude verkommen und trotzdem fiel der Abschied schwer. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, das ist die übergroße Anteilnahme der Dresdner Fußballfans am Baugeschehen. Das begann eigentlich schon mit dem Abriss der Flutlichtmasten, Giraffenmeer genannt. Die waren seit 1969 ein echtes Wahrzeichen der Stadt. Und manch ein Fan oder Anhänger hoffte natürlich, dass die Giraffen auch Bestandteil des neuen Stadions sein würden. Das war leider aus Kostengründen nicht der Fall. Die Giraffen, 62 Meter hoch und jede gut 60 Tonnen schwer aus Schwedenstahl, hatten 1969 ihre Premiere. Flutlichtspiele, ganz speziell im Europapokal, waren schon bald etwas ganz Besonderes für die Zuschauer, aber auch für die Spieler, wie Libero-Legende Dixi Dörner. Es war damals schon eine Sensation, dass wir in Dresden eine Flutlichtanlage bekommen haben. Es war ein Riesenspiel, das Stadion war ausverkauft. Und es war ein gutes Spiel und sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 5 Tore gefallen. Bemerkenswert an der Stadionbaustelle, der Spielbetrieb läuft in diesen 22 Monaten weiter. Und so gibt es bei jedem Heimspiel die Gelegenheit für die Fans, den aktuellen Baufortschritt zu beobachten. Mit dem Abriss verschwindet auch der alte Sprecherturm. Der hatte 1961 bei der Kanuslalom-WM noch bei Freital an der Weißeritz gestanden. Die erste Etappe ist im März 2008 geschafft, richtfest. Und das neue Stadion nimmt nach und nach Konturen an. Zunächst wird die heutige Gegentribüne gebaut. Als dort die Sitzplätze montiert sind, werden im Sommer 2008 Baustellenführungen zum absoluten Renner. Endlich ist es soweit. 8 Monate nach Baubeginn ist er fertig, der erste Teil vom neuen Dresdner Fußballtempel. Hier beginnt der Stadionbesuch für die Zuschauer am neuen Eingang Blüherstraße. Übrigens, das erste Fußballspiel fand hier vor ziemlich genau 85 Jahren statt. Das Stadion hieß damals Ilgenkampfbahn. Noch wimmelt es von Monteuren und Arbeitern. Es wird gewerkelt und geschraubt. Schließlich muss ja alles fertig sein, wenn die Fans ihre neuen Stammplätze suchen. Das einstige Casino weicht im zweiten Bauabschnitt der neuen Haupttribüne. In diesem Rohbau vorgesehen Kabinentrakt, Presseraum, VIP-Etagen und auch der Fanshop. Jetzt wird das Stadion zu einem echten Schmuckkasten mit steilen Tribünenrängen. Fußball Dresden darf sich auf eine fast englische Atmosphäre freuen. Wir stehen jetzt vor dem größten Überbleibsel des alten Stadions, die Anzeigetafel, damals mit der höchste Punkt im Stadion. Seit 2007 steht das gute Stück übrigens zum Verkauf, doch noch hat sich niemand gefunden, der damit seinen Garten oder sein Grundstück schmücken möchte. Zum Einweihungsspiel im September 2009 ist das neue Habichstadion natürlich ausverkauft. Fans und Fachleute schwärmen eins der schönsten Stadien in Deutschland. Aber es hätte nach wie vor Besseres als Drittliga-Fußball verdient.